Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 29. Oktober 2022. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge der Disneyland Paris News, obwohl ich dieses Mal, würde ich sagen, Disneyland Paris-Disney News. Denn ich gehe heute mal ein bisschen weiter aus. Aber wir starten natürlich mit den Disneyland Paris News. Seit meinem letzten News-Video sind ja wieder ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, wann das letzte war, vergangen. Zwischendurch war ich in Orlando und da ist auch zwischendurch immer mal wieder was Neues passiert, neues Merchandise etc. Aber das ist mittlerweile schon wieder so alt, dass ich das jetzt nicht hier berichten werde. Ich werde euch nur das sagen, was jetzt zukünftig passieren wird und passieren kommt, was sonst noch so geben wird. Genau. Wir starten mit den Attraktionen, die im November und Dezember geschlossen haben werden. Damit ihr Bescheid wisst, falls ihr in den nächsten Wochen ins Disneyland Paris fährt und die Schließungen in euren Zeitraum fallen, dass ihr da auf jeden Fall schon mal Bescheid wisst. Die Disneyland Railroad wird vom 9. November bis zum 10. November... direkter Fehler. Ich schreibe es übrigens immer auch nochmal hier unten rein. Also, die Disneyland Railroad wird vom 7. November bis zum 10. November geschlossen sein. Das ist der Zug, der einmal um den Park fährt. Dann die Schneewittchen-Attraktion die Schneewittchen-Attraktion wird vom 7. November bis zum 18. November geschlossen sein. Orbitron wird vom 21. November bis zum 25. November geschlossen sein. Dann der Prinzess-Pavillon wird auch ein paar Tage zu sein, und zwar vom 28. November bis zum 2. Dezember. Und als letztes, Hyperspace Mountain wird vom 5. Dezember bis zum 9. Dezember geschlossen sein. Weiterhin geschlossen bleibt die Nautilus und auch Small World. Für Small World gibt es immer noch kein Eröffnungsdatum. Es gibt ein paar Gerüchte im Internet, aber die möchte ich jetzt hier nicht verbreiten oder bestätigen. Wir warten da auf was Offizielles von Disney. Ja, das waren die Sachen, also die ersten News, würde ich sagen, zu den Attraktionen, die in nächster Zeit kurz geschlossen sein werden. Ja, dann finden ja heute und am Montag die Halloween-Party statt. Und natürlich gibt es dazu auch ein Programm. Das werde ich euch jetzt hier nicht ausführlich erklären, denn einerseits sind die Partys ja schon so bald, also heute und auch am Montag. Und andererseits hat der Daniel dazu ein Video gemacht, was alles während der Halloween-Partys passiert. Also schaut da mal bei Disney Parks and More vorbei. Der wird auch am Montag bei der Halloween-Party dabei sein und auch ein Video für euch drehen. Also wenn ihr den Kanal noch nicht kennt oder abonniert habt, gerne bei Disney Parks and More vorbeischauen. Ich packe euch auch den Link gerne mal unten in die Infobox. Dieses Jahr fällt für mich Halloween ja in Anführungszeichen ins Wasser. Also ich bin nicht im Disneyland Paris zur Halloween-Party, obwohl das Programm ja dieses Jahr schon sehr verlockend klingt mit vielen Scare-Zones und tollen Shows. Ich bin gespannt, was er berichten wird und werde mir das Video dann auf jeden Fall aus Thailand anschauen, denn ja, ich bin an Halloween in Thailand. Dazu wird es dann auch noch Videos geben, aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Ja, als nächstes noch eine Sache aus dem Disneyland Paris, und zwar wird es bald neues Merchandise geben. Und zwar wird es die Make It Pink Collection geben. Jetzt muss ich gerade noch mal die genauen Details mir anschauen. Ich blende euch natürlich hier Bilder ein aus der Kollektion. Und es ist gerade noch geschrieben, dass die Kollektion exklusiv für Jahreskarteninhaber sein wird und dass es sie wohl nur am 9. und 10. November geben wird. Im Storybook Store, also das ist der Store direkt da, wo ihr die Charaktere treffen könnt, neben der City Hall im Prinzip, ist der Storybook Store. Und in dem Announcement auf Instagram hieß es, dass es am Mittwoch, den 9. und am 10. November, den Donnerstag, von 9 Uhr morgens bis 16 Uhr mittags die Sachen im Verkauf gibt. Es gibt Ohren, einen Spirit Jersey und auch einen Rucksack. Wir kommen ja erst am 11. November, aber abends an. Und sind am 12. und 13. November ja im Park für die Christmas Season. Ob es die Sachen dann noch danach geben wird, das steht tatsächlich noch offen. Also ich bin da tatsächlich sehr gespannt, ob das wirklich so sein wird, dass sie sagen, okay, 9. und 10. November und dann schmeißen, keine Ahnung, was wir mit dem Rest der Sachen machen.
bisher war es ja immer so, wenn es irgendwas nur für Jahreskarteninhaber gab in diesem Shop, war das für 2 Tage der Fall. Und dann wurde es halt für die Öffentlichkeit, sagen wir mal, für die alle anderen zugänglich gemacht. Ich kann es mir vorstellen, dass es diesmal auch der Fall sein wird, dass es die ersten 2 Tage nur für Jahreskarteninhaber und danach die Sachen auch für alle anderen zugänglich sein wird. Ob das der Fall sein wird, keine Ahnung. Das steht tatsächlich nicht dabei. Und der Kauf, also während der 2 Tage, ob es danach auch noch so sein wird und ob es, wie gesagt, ist alles offen, ist meine Vermutung, ob es die Sachen dann noch geben wird. Aber während dieser 2 Tage kann man nur 2 Artikel pro Einkauf, pro Person erwerben. Also 2 Paar Ohren, 2 Paar Jerseys, 2 Paar Rucksäcke. Ja, also ich hätte gerne tatsächlich den Jersey und die Ohren. Ich habe ja den Jersey schon in WDW gesehen, in der WDW-Version. Er war sehr, sehr kuschelig, er hat ein bisschen geflust. Also ich hatte so ein schwarzes T-Shirt drunter, als ich den anprobiert habe. Und das T-Shirt war dann voller Flusen. Also, aber ich denke mal, wenn man halt mal wäscht oder kein schwarzes T-Shirt drunter trägt, dann ist es auch nicht so dramatisch. Und die Ohren sehen sehr, sehr flauschig aus. Also eine richtig schöne Kollektion. Ich bin gespannt, ob ich ein Jersey ergattern werde, wenn ich an dem Wochenende da bin und ein paar Ohren. Das bleibt spannend. Genau, und das waren erstmal so die Highlight, also nee, das war nicht, das, na, die Highlight-News kommen jetzt aus. Also, das waren die 2. News, die ich mit euch teilen wollte. Und die 3. News drehen sich rund um den 100. Geburtstag von Disney, der ja nächstes Jahr stattfinden wird. Und am Donnerstag gab es ein Event in London, wo einige Sachen vorgestellt wurden. Einige Inside-Ears-Mama durften auch hinfliegen und ich hätte mich auch bewerben können. Wir alle, also alle Inside-Ears-Member durften sich bewerben, aber das Event war eigentlich vorher schon gescheduled, also es hätte vorher schon stattfinden sollen und es wäre genau in der Woche nach Orlando gewesen und unter der Woche und ich hatte keine Urlaubstage mehr und ja, ihr wisst ja, ich wechsle meinen Arbeitgeber und dann wird es nicht so gut ankommen, wenn ich noch sage, ha, keine Ahnung, kann ich irgendwie noch irgendwie so einen Tag frei bekommen oder so. Ne? Deswegen war es nicht drin, deswegen habe ich mich nicht angemeldet, obwohl das Event ja schon sehr cool aussah. Aber ich möchte mit euch natürlich die Neuigkeiten teilen, die an diesem Event preisgegeben wurden. Wie gesagt, es dreht sich alles um den 100. Geburtstag, der nächstes Jahr stattfindet. Disney feiert ja seinen 100. Geburtstag und exakt an dem 16. Oktober. Und da wurde es auch schon bekannt gegeben, Disneyland Paris feiert natürlich mit. Und am 16. Oktober wird es einige Sachen geben. Also es wurde noch nicht verkündet, was genau. Jetzt muss ich auch mal nachlesen. Also es wird Special Entertainment geben und Überraschungen im Park. Wie gesagt, das wurde noch nicht verkündet. Aber es wurde auch gesagt, es wird vorher und auch nachher noch genügend Events und genügend Special-Dinger für den 100. Geburtstag in Disneyland Paris geben. Also sagen wir mal, ihr könnt am 16. Oktober nicht. Ich denke mal, dass die es auch verlängern werden, diese Special-Dinger, die da am 16. Oktober machen. Vielleicht wird es 1, 2 Sachen geben, die nur am 16. Oktober stattfinden und einige Sachen, die dann länger stattfinden, also werden im Park. Ich kann mir vorstellen, dass es Merchandise gibt, es wird spezielle Character-Meets bestimmt geben und natürlich auch Shows. Ich bin sehr gespannt, das ist ja auch während der Halloween-Season, wie die das dann verwursteln werden oder ob wieder nächstes Jahr die Halloween-Season dementsprechend dann abgespeckter wird, weil bis zum 30. September laufen ja noch die 30. Geburtstagfeierlichkeiten nächstes Jahr. Und dann Halloween Transition und dann auch noch der 100. Geburtstag, die Feierlichkeiten. Also ich kann mir vorstellen, dass nächstes Jahr Halloween auch wieder ein bisschen abgespeckter sein wird, so ähnlich wie dieses Jahr, weil halt so viel noch drumherum passiert. Was ich auch einerseits cool finde, aber auch andererseits schade. Der 16. Oktober nächsten Jahres ist ja ein Montag. Ich habe mir den schon im Kalender markiert und werde mir auch Montag, Dienstag frei nehmen, damit ich dann auch die Feierlichkeiten natürlich miterleben kann. Also wenn ihr da Interesse habt, bucht euch am besten schon ein Hotel, eine Pauschale, denn die Preise werden auf jeden Fall nicht günstiger werden. Und ich plane auf jeden Fall am 16. oder am 17. Oktober nächsten Jahres in Disneyland Paris zu sein, damit ich das nicht verpasse. Freue ich mich auf jeden Fall sehr. Genau, und tatsächlich wird es ein Special Moment während der New Year's Eve Party, also während der Silvester Party, wird es schon ein Special Moment geben, um dieses Jahr, um dieses 2023 gebührendlich zu feiern, würde ich mal sagen. Was es sein wird, ob es mit dem Feuerwerk zu tun hat, vielleicht, das könnte ich mir vorstellen, das ist aber eigentlich nur meine Theorie jetzt,
in meinem Kopf, gerade in dem Moment ist mir eingefallen, vielleicht machen die eine Drohnenshow mit diesem Logo von der 100. Ne? Ich habe euch ja das Logo schon eingeblendet, was Disneyland Paris, das 100. Geburtstag. Ich kann mir vorstellen, vielleicht machen die 100 in der Luft mit den Drohnen, um das halt dann, ne, um das Jahr dann zu starten. Ne? Das ist jetzt meine Theorie. Vielleicht während des Feuerwerks um 12 Uhr. Ja, wenn ihr da seid, werdet ihr sehen. Ich werde da dieses Jahr auch nicht dabei sein bei der Neujahrsparty, denn ja, Silvester verbringe ich dann immer mit meinem Freund und dieses Jahr auch mit Brina und Sinan, die zu uns hier in die Schweiz kommen. Wir haben eine Hütte in den Bergen gemietet. Ja, also vielleicht seid ihr da, dann bin gespannt, was da passieren wird. Ja, das war das erste Event, was zum 100. Geburtstag stattfinden wird nächstes Jahr. Das ist aber nicht alles. Es wird noch ein paar mehr Sachen geben, die ich jetzt mit euch teile. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, Disneyland Paris / Disney News, weil was jetzt kommt, findet nicht im Disneyland Paris statt, sondern anderswo in Europa. Deswegen war das Event auch in London, weil es noch viele andere Events geben wird rund um den 100. Geburtstag in Europa. Ja, einerseits gibt es Disney in Concert, die 100. Geburtstag Edition. Die wird es, also ich besuche sie auch, und zwar hier in Zürich. Am 18. April habe ich mein Ticket schon direkt eigentlich nach Disney in Concert, wo wir dieses Jahr waren mit Daniel, habe ich eigentlich mein Ticket direkt schon gebucht, weil ich wusste, also nee, damals wusste ich noch nicht, dass ich in die Schweiz ziehe. Aber mein Freund wohnt direkt hier um die Ecke vom Stadion. Und da habe ich gesagt, ist ganz praktisch, dann buche ich doch das Ticket hier. Ist direkt um die Ecke, müssen wir nicht weit fahren. Also ich bin am 18. April bei Disney in Konzert hier in Zürich zum 100. Geburtstag. Es wird natürlich auch in Europa ganz, ganz viele Disney in Konzerts geben. Ich kann euch gerne mal unten einen Link von Eventim reinpacken. Schaut da mal nach, wo es noch Tickets gibt. Vielleicht ist ja ganz bei euch in der Nähe, also Köln, Frankfurt und sowas, auf jeden Fall in allen großen Städten, ist ja immer Disney im Konzert. Und an diesem Event, an dem Donnerstag, wurde auch preisgegeben, dass es in London auch Disney im Konzert geben wird. Und zwar vom, jetzt muss ich kurz mal ablesen, in London in der O2 Arena am 4. Juni und in Paris zwischen dem, also am 11. und am 12. November. Genau. Tickets kann man bereits erwerben. Also wie gesagt, schaut da mal rein, wenn euch das interessiert. Und ich freue mich auf jeden Fall auf meinen Disney in Konzert-Moment. Dann wird es, das haben sie auch schon mal an der, ich glaube bei der D23 bekannt gegeben, dass es eine Expo geben wird, eine 100. Geburtstag der Expedition. So heißt es, ich blende euch immer die Bilder ein, die wir da zur Verfügung gestellt bekommen. Und es startet in München im April 2023. Ich glaube auch tatsächlich am 18. April 2023. Denn wir haben mit Brida schon gequatscht. Wir wollen auf jeden Fall die Expo in München besuchen. Aber am 18. April passt es halt nicht, weil ich da halt noch bei Disney im Konzert bin. Aber wahrscheinlich dann an dem Wochenende drauf sind wir dann in München bei der Expo. Also da haben wir noch nichts gebucht, aber das, denke ich mal, ist so unser Plan. Wie gesagt, die startet in München. Wie lange sie in München sein wird, dazu gibt es noch keine Informationen, aber ich halte euch gerne hier auf dem Laufenden oder auch auf Instagram. Also wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, gerne bei Insta folgen. Und das wird aber auch noch mehrere europäische, die Expo kommt noch in mehrere europäische Städte, unter anderem auch nach London im Herbst. Die weiteren Städte habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber kommt dann noch, die Informationen werden auf jeden Fall noch kommen. Ja, dann, das war das nächste Event, was stattfinden wird nächstes Jahr zum 100. Geburtstag. Wahrscheinlich kommen auch noch viel, viel mehr, aber das ist jetzt, was aktuell bekannt ist. Dann wird es für die niederländischen Fans ein Disney 100. Geburtstag-Motiv geben aus Tulpen. Ja, also da bin ich mal sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und Tulpenzeit ist ja eher so im Frühjahr, ne? So Frühjahr, Frühling würde ich sagen. Das heißt, ja, nächstes Jahr im Frühjahr wird es dann dieses Tulpen-Logo geben. Wo? Keine Ahnung. Wann? Keine Ahnung. Ob ich es besuchen werde? Keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Extra für so ein Tulpenbild werde ich jetzt nicht in die Niederlande fliegen oder fahren. Mal sehen. Wenn es sich ergibt, vielleicht mit einem Efteling-Besuch oder so, wäre das natürlich ganz cool. Oder mit einem anderen Disney-Park, sag ich schon. Mit einem anderen Freizeitpark. Vielleicht kann man das verbinden. Aber das haben wir jetzt noch nicht geplant. Aber wie gesagt, es wird ein Motiv zum 100. Geburtstag in Form von Tulpen geben in den Niederlanden. Richtig cool. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Event, glaube ich, was bekannt gegeben wurde.
Ja, und zwar Disney's Wonder of Friendship, so heißt es. Eine 100. Disney 100. Geburtstag Experience, so nennen sie es. Es gibt auch ein Video, habe ich bei Twitter gesehen. Ich packe euch den Link gerne mal unten in die Infobox, wenn euch das, der Trailer interessiert. Ist jetzt, ja, nicht so viel sagen, muss man sagen. Es wird in mehreren Ländern stattfinden, und zwar einmal in London, in Frankreich, in Deutschland und auch in Spanien. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, genau, also in London wird es im Mai 2023 stattfinden, in Berlin im Juni 2023, in Paris im Juli 2023 und in Barcelona im September 2023. Ich habe schon mit Brina gequatscht und wir überlegen tatsächlich eventuell dann schon im Mai nach London zu fliegen, weil sie wollte unbedingt schon immer mal nach London. Und ich liebe ja sowieso London, dieses Jahr war London mega cool. Und warum dann nicht zu dieser Disney Experience hinfliegen? Brina wollte immer nach London, klar, wir hätten auch Berlin nehmen können. Aber ich muss sagen, bin jetzt nicht der größte Fan von Berlin. London liebe ich, Paris, ja, könnte man auch nehmen im Juli, aber ja. Barcelona war natürlich auch cool, aber das ist dann schon im September und ja. Nee. Ich finde, London ist eine gute Destination und mal gucken, ob. Also das haben wir jetzt erstmal im Kopf so. Wir haben, wie gesagt, noch nichts gebucht. Wir wissen auch nicht die genauen Daten von dieser Experience, wann die jetzt stattfinden wird in London. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, im Mai ist ja auch Christi Himmelfahrt. Da habe ich hier auch frei in der Schweiz, dass wir vielleicht das Wochenende nutzen werden. Mal sehen. Ja, also wie gesagt, The Wonder of Friendship, The Experience, Immerse Yourself and Unlock the Wonder. So heißt dieser Titel. Es wird auf 1000 Square Meters, also auf 1000 Quadratmetern, eine Experience geben mit über 4 verschiedene Räume mit Alice im Wunderland, Lilo und Stitch, der König der Löwen und Mickey und seinen Freunden. Auf dem Video würde ich jetzt sagen, sieht es so ein bisschen aus wie so ein Insta-Museum, aber es hat auch irgendwas mit Freunden zu tun, also Unlock Your Friendship. Also ich bin sehr, Wonders of Friendship, nicht Unlock Your Friendship. Ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, das wollen wir auf jeden Fall auch besuchen mit Brina in London. Das haben wir schon mal uns so in den Kopf gesetzt. Also ganz, ganz viel findet nächstes Jahr statt. Ja, und das war es erstmal zu den Neuigkeiten. Wie gesagt, es wird natürlich auch Merchandise geben. Ich hoffe auch bei shopdisney.de, also auf jeden Fall in Disneyland Paris. Es gibt spezielle Ohren, die blende ich euch jetzt mal hier ein. Auf der D23 wurden ja auch schon gezeigt und die sind sauteuer. Es wird auch ein Spirit Jersey geben. Also ich werde mir, auch wenn die Ohren sauteuer sein werden, ich werde mir die trotzdem, glaube ich, holen, weil das ist halt ein Ereignis, was nur einmal stattfinden wird. Disney wird nur einmal 100 und diese Ohren wird es auch nur einmal geben und auch den Spirit Jersey. Deswegen werde ich tief in die Tasche greifen müssen wahrscheinlich und ja, mir die Ohren und den Spirit Jersey auf jeden Fall kaufen. Ich glaube, die Ohren waren über 100 Euro. Ja. Oder Dollar, ich weiß es nicht mehr. Wir werden uns überraschen lassen, da wird es auf jeden Fall demnächst noch weitere Informationen geben. Wie gesagt, Start ist an der Silvesterparty im Disneyland Paris und sobald es weitere Informationen gibt zu Disney 100. Geburtstag, werde ich euch natürlich jetzt hier über die Disney News, Disneyland Paris News, wissen lassen. Aber hättet ihr eigentlich was dagegen, dass es so ein bisschen. Also, dass die Disneyland Paris News sich auch in Disney News ausweiten, sage ich mal so, wenn, keine Ahnung, neuer Film stattfindet oder, keine Ahnung, neuer Kinofilm, irgendwie Disney in Konzert, neue Tickets, weiß ich. Ne? Ob ihr dann generell daran Interesse hättet, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ja, und das waren sie, die Disneyland Paris News vom 29. Oktober 2022. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich fliege morgen nach Thailand. Nehme euch dann natürlich mit und dann bin ich zur Christmas Season dann wieder pünktlich im Disneyland Paris. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!